Was geht ab, Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Investment-Video auf meinem Kanal. Heute wieder mit super Optionen, sowohl für das kleinere Budget als auch fürs mittlere Budget. Higher Budget momentan ein bisschen schwierig mit investieren und so, aber gerade in diesem etwas unteren Budget kann man wirklich seine Coins verdoppeln, verdreifachen, vervierfachen. Das hat die letzten Wochen immer super geklappt. Zieht euch da gerne die Videos rein, falls ihr mir nicht glaubt. Das würde jetzt hier aber zu lange dauern, wenn ich euch da die ganzen Belege gebe und sage, hier, guck mal, Militao ist gestiegen von 3k auf 9k und Deswegen, entweder ihr vertraut mir oder vertraut mir nicht. Aber ich gebe euch heute wieder ein paar super Calls. Schauen wir erstmal ganz kurz mit euch die groben Investmentpreise an und dann gebe ich euch nochmal ein paar Special Calls, so Out-of-Packs Investments und so, wo ich denke, dass der größte Gewinn drin ist. Deswegen bis zum Ende dranbleiben. Gerne schon mal ein Like bei diesem Video da lassen und mal kommentieren, wie viele Coins ihr habt, damit ihr das Video ein bisschen pusht. Natürlich dürft ihr auch nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, um solche Videos nicht zu verpassen. Und jetzt würde ich sagen, wir starten mal direkt rein und schauen uns die Investmentpreise an. 81, 82, 83. Was ist hier interessant? Ich würde sagen, dass hier von Rating technisch eigentlich nichts irgendwie besonders interessant ist oder so. Aber natürlich kann man hier immer noch mit den ganzen Rare-Karten gehen. Also Rare-Karten jede Woche, die gehen unter der Woche für 1,5 im Schnitt, würde ich sagen, weg. Jetzt gerade bei Ligue 1. Ich glaube, die Upgrade-Packs kommen immer Montagabend und dementsprechend werden die über die Woche dann wieder bis Freitag, ja, zwischen 1 und 1,5 preislich liegen, aber man kann sie halt immer UV weghauen und dementsprechend kann man generell sich auf Rare-Karten fokussieren. Deswegen 83er auch nicht irgendwie besonders interessant. 84er sehr, sehr günstig, muss ich sagen. Also wenn da unter der Woche wieder SBCs kommen, wo man irgendwie ein 84er, 85er Rating braucht und die dann noch wiederholbar sind oder so, irgendwelche so 84 plus Ligue 1 Player Picks oder so, sehe ich die auf jeden Fall bei 3 bis 4K. Dementsprechend könnte man hier unter 2K auf jeden Fall reingehen mit guter Nation, guter Liga und guter Position. Merkt euch das für alle Investmentpreise, die ich jetzt nenne. 85er unter 4K ist auch mörderisch gut, also 3,5 wäre sehr, sehr krass für 85er. 86er kann man auch für unter 7 theoretisch einfach. Das ist auch wieder so dieser Hauptfokus, würde ich sagen, weil alles darüber, das habe ich vorhin schon gesagt, higher Budget, ein bisschen tot. Ihr seht das, das geht einfach immer alles weiter runter, weil die ganzen Tots, die kommen, drücken die Preise halt runter. Also da kommen so viele 90er, 91er, 92er Tots und so, diese Preise einfach so krass runterdrücken von den High-Rated-Karten, was halt vor 2 Monaten noch nicht so war, weil da einfach noch nicht so viele Karten da waren, die 90-plus-Rating haben. Dementsprechend würde ich sagen, dass sich das am meisten lohnt, auf 84 bis 86 zu fokussieren, wenn man nicht auf meine Calls hören möchte, die ich euch jetzt gleich noch gebe. So, ganz kurz zu den Informs, auch nichts Besonderes. Wird immer uninteressanter leider, weil man ganz oft Team of the Seasons abgeben kann oder Informs. Dementsprechend werden uns halt mehr Möglichkeiten gegeben. Man zieht halt viele Team of the Season, die man gar nicht haben möchte und die man in SBCs eher mal abgibt als so ein Team of the Week. Nichtsdestotrotz macht ihr, glaube ich, nichts falsch, wenn ihr jetzt hier zum Beispiel so 83er für Abschlusspreis mitnehmt oder auch 84er, 85er, 86er. Kann man sich mal so 5 Karten pro Spieler einpacken oder so, oder auch 87er. Sehr, sehr günstig hier mit 12k, muss ich sagen. 88er, 14k wäre auch ein guter Preis. Hier lohnt sich das, glaube ich, sogar ein bisschen höherpreisig zu gehen und eher nicht die niedrigere Preisigen mitzunehmen. Dementsprechend würde ich sogar den Fokus, glaube ich, auf 86, 87, 88 legen und dann einfach versuchen, hier so günstig wie es geht reinzugehen. 89 lohnt sich jetzt nicht so wirklich und das darüber würde ich auch nicht mehr anfassen. Ja, das noch ganz kurz zu den Informs. Dann kommen wir noch mal kurz, was ich vorhin schon angesprochen hatte, die Gold-Rare-Karten, besonders League-On-Karten. Ihr seht, die sind nämlich gar nicht so günstig, weil immer wieder League-On-Karten für bestimmte Challenges gebraucht werden. Das heißt, bis Freitag werden immer mal wieder Challenges kommen, wo man halt bestimmte League-On-Karten braucht und dementsprechend kann hier halt ein sehr guter Anstieg sein. Deswegen, wenn ihr Rare-Karten einpacken wollt, versucht euch vielleicht auf League-On-Karten zu spezialisieren und die irgendwie für 850 Münzen maximal einzupacken. Dann habt ihr hier die Möglichkeit, noch mehr Gewinn am Ende des Tages zu machen. Durch Bieten sollte es möglich sein, alle Karten, die hier zumindest so bis 1, 2, 1, 3 sind, sollte man unter 900 Münzen bekommen mit Bieten. Braucht halt ein bisschen Geduld, aber dann lohnt sich das am Ende des Tages wahrscheinlich auch mehr. Wenn ich euch das so am Beispiel Boateng mal kurz zeigen darf, der ist jetzt hier zum Beispiel schon am Freitag, ist der schon gestiegen, so auf 2, 3, ist dann wieder gesunken abends bei den Lightning Rounds, ist jetzt gestern aber auch schon wieder hier auf 1, 4 gepiekt. Also ihr seht, der hat schon geisteskranke Schwankungen und das wird unter der Woche immer mehr werden und dementsprechend sucht euch da ein paar gute Karten raus, die ihr mitnehmen könnt, die ihr günstig erbieten könnt und dann macht ihr hier
hier auch gerade im Low Budget sehr, sehr gute Coins. So, und dann kommen wir zu dem letzten Part, zu dem spannendsten Part, wieder ein paar Out of Packs Investment. Die haben in den letzten Videos sehr reingeknallt. Also die Karten, die Out of Packs gehen, ich weiß nicht, warum das so krass jetzt gerade zum Team of the Season ist, aber die gehen immer richtig steil. Natürlich ist es jetzt wieder ein bisschen, ne, mit Prediction und so. Ich kann euch nicht sagen, welche Karten safe in Serie A Tots kommen nächste Woche, aber ihr seht es jetzt hier bei den Karten, meistens haben die 2, 3, 4, 5 Informs, dementsprechend ja, ist es eigentlich ziemlich logisch, dass die meisten davon einen Tots bekommen sollten. Ich habe auch wieder Twitter durchforstet und so weiter und ja, bin da ziemlich stimmig geworden, habe mir da jetzt 5, 6 Beispiele rausgesucht. Ihr könnt natürlich selber auch bei Twitter und euch die Serie A Statistiken und so weiter angucken und euch selber Karten raussuchen, wo ihr denkt, oh, die bekommen safe einen Tots und dann schauen, okay, wie ist der Preis? Ich mache es mal so, ich schaue mir dann den Preis hier an, ihr seht, der hat hier zum Beispiel krasse Schwankungen, teilweise schon bis 3K und so. Und dementsprechend so, ja, war jetzt hier so bei 1K und ich würde sagen, ist denn ein guter Preis und kein überteuerter Preis. Wäre der jetzt zum Beispiel gerade bei 4K, wäre halt quatschig, ne? So mal ganz für die Verständnis. Dementsprechend, Berardi würde ich euch empfehlen, 1-2 kann ein easy Verdreifacher, Vervierfacher sein, ihr habt es ja eben gesehen. Der von 1-2 auf 3-4K steigt, dann habt ihr hier eure Coins aber verdreifacht, vervierfacht. Theo Hernandez, bisschen anderes Investment sogar. Nicht, dass der irgendwie für SBCs oder sonst was gebraucht wird, sondern auch, weil der einfach spielbar ist. Das ist einfach immer noch ein super Linksverteidiger und wenn dann Serie A-Tots kommen, Leute ziehen Serie A-Tots, wollen die den spielen, ihr seht, der ist immer noch richtig teuer für eine 84er-Karte, ist aber gerade nicht overpriced, war schon die letzten Tage auch immer so bei 9K, ist jetzt ein bisschen wieder gefallen, auf 6,5 war der Samstag, das heißt, er ist jetzt leider schon wieder ein bisschen angestiegen, aber ihr könnt ja mal versuchen, den für 7,5 maximal einzupacken, ich glaube, dann seid ihr hier auch noch auf einer sicheren Seite. Marcel Brozovic, wir haben es vorhin gesehen, 84er sind bei 2K, Brozovic bei 3K ist noch ein guter Preis, der hat jetzt zwar nicht die beste Nation, aber nichtsdestotrotz, wenn der out of packs geht, dann sollte der auf jeden Fall auch im Preis anziehen. Mike Non ist nochmal ein bisschen was anderes. Super Nation ist zwar Torhüter, aber ist halt auch eine spielbare Karte. Dementsprechend sehe ich hier auch viel Potenzial, wenn ihr den für unter 3,5 eher so Richtung 3K, so wie Brozovic, wäre sehr, sehr nice, weil er halt nur mal ein Torhüter ist. Immobile ist immer noch so günstig wie die ganzen 87. Ich habe zwar vorhin gesagt 84 bis 86, super, aber das hier ist ja ein out of pack Investment, ist nochmal ein bisschen was anderes. Dementsprechend kann es sein, dass der auf 15, 16, 17K geht, hat die letzten Wochen mit Modric, Benzema und so auch funktioniert. Obwohl Higher-Rated-Futter nicht so wichtig war, sind die trotzdem angezogen. Dementsprechend kann es hier auch gut sein, dass Immobile nochmal ein gutes Stück ansteigt. Und last but not least, Barella leider schon ein bisschen gestiegen. Ja, das ist, glaube ich, sehr offensichtlich, dass der eine Team-of-the-Season-Karte bekommt. 84er liegen bei 2K, der ist schon doppelt so teuer. Nichtsdestotrotz kann er sogar dreifach so teuer werden. Sprich, der kann auf 6, 7K steigen. Versucht den auf jeden Fall für unter 4K, mehr als 4, 5 oder so würde ich safe nicht bezahlen. Wird versuchen, so 3, 5 bis 4K anzuvisieren, durchbieten, durchsnipen. Aber dann ist das auch ein sehr guter Preis für ein out of Pack Investment. Und damit, meine Freunde, war es das von dem heutigen Video. Ich freue mich jetzt schon wieder auf nächste Woche, um dann zu sehen, wie diese Spieler gestiegen sind und euch ein neues Video rauszukloppen. Deswegen, wie gesagt, lasst ein bisschen Liebe hier. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag, einen wunderschönen Start in die nächste Woche. Wir sehen uns auch im Laufe der Woche wieder live auf Twitch. Bin noch ein bisschen angeschlagen, so ein 10 Minuten, 15 Minuten Video jetzt hier aufzunehmen. Geht für meine Stimmbänder, für meinen Hals, aber es kratzt wirklich unnormal. Deswegen nehmt es mir nicht übel, wenn ich mir noch ein, zwei Tage Twitch Pause nehme, aber trotzdem YouTube-Content für euch produziere. Lasst gerne einfach ein Follow bei Insta da, dann seht ihr, wenn ich wieder live bin bei Twitch und wir sehen uns, Freunde. Haut rein. Ciao, ciao.